Moin, moin und herzlichst willkommen zu einem kleinen Hilfevideo. So, ich möchte euch jetzt mal zwei, drei Sachen einmal mitgeben. Ich fische nebenbei auch auf Welt, aber wir schauen uns die ganze Geschichte einmal an. Also, ihr könnt zum einen mit P und O immer die Tiefen hoch und runter stellen oder ihr gebt über Escape und geht ins Inventar und verschiebt hier eure Tiefe. Ja, ich knall mal hier ruhig 1,60 rein. So, einfach nur mal so. So, des Weiteren seht ihr jetzt hier auf der Karte zum Beispiel, wo man sich befindet. Ich bin immer so gerne so bei den Seerosen aktiv. Ich mache es jetzt einfach mal hier so ein bisschen. Ihr könnt auf M auch einmal eure Karte an sich öffnen und könnt schauen, hier so in den tieferen Bereichen, Wälze und Co. sind eher so tiefere Dinge. Also Bodenbereiche, da könnt ihr dann halt eben doch eher rangehen und dorthin ungefähr werfen. Wie füge ich jetzt eine Markierung hinzu? Ganz einfach, ihr drückt auf das Plus, knallt meinetwegen da eine Markierung hinzu und sagt okay. Oder aber ihr sagt okay, ich markiere die Markierung wieder und lösche diese und bejahe es und somit ist es wieder weg. Das heißt, diese Möglichkeit des Markierens habt ihr. Und dann sieht die Geschichte nämlich nachher so aus, wie ihr jetzt dort vorne hier so eine markierte seht. Des Weiteren habt ihr zum Anfang ja immer das Problem, dass ihr nur so rauskommt, ja? So. Wenn euch das auf den Zünder geht und das nicht gewollt ist, drückt ihr einmal F11. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, weit auszuwerfen. Ja? Sehr weit auszuwerfen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, wenn ihr noch mehr zielen wollt oder auch besseres, genaueres Zielen vorhabt. Na, nicht, sorry Leute. Dann ist es so, dass ihr mit der linken Maustaste, so, mit der linken Maustaste hier schon einmal so einen Trichter aufbauen könnt oder so eine Markierung und dann seht ihr auch, wie auf der rechten Seite das immer so hoch runter geht und da solltet ihr in diesem dunkleren Teil von diesem Balken drinne sein und wenn ich jetzt sage, ich will hinter der Pose ballern, dann drücke ich und drücke noch einmal drauf und dann zack, let's go und dann ballert das auch dahin. So, jetzt haben wir A, eine sehr dunkle Pose, aber die fliegt bei mir jetzt derzeit am weitesten, mein Schwimmer, ich sage dazu immer meine kleine Weihnachtskugel. Ihr habt die Möglichkeit, mit Y näher ran zu zoomen und könnt dann dementsprechend auch jetzt genau gucken, was macht die Pose bzw. der Schwimmer, wie bewegt er sich, zuppelt er etwas dran, bewegt sich hier irgendwie was in diese Richtung und ihr habt die Möglichkeit, auch anderen Leuten beim Angeln mehr zuzugaffen. Ne? Diese Möglichkeit besteht dann natürlich auch. Okay, so und dann kann man hier immer mal so ein bisschen schauen, gucken, was so geht. Wie gesagt, wenn man auf Wels geht, ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, dass man sehr gut mit Achtern auch fängt unter anderem. Ich habe aber noch nicht mit kleineren Schnittköder gearbeitet, was ich jetzt derzeit habe, sondern ich habe die mit Würmer sehr gut gekriegt. Und den Büffelfisch, wo ja auch oftmals Fragen kommen, tatsächlich auch mit Schrecken, also Heuschrecken. Ja, damit habe ich sie mir quasi geholt. So sieht das alles aus. Man kann zwischendurch mal ein bisschen ranmachen, wir dann ein bisschen Leine lassen, gucken, ob er sich aufrichtet. Das hat bei mir öfters auch schon mal ein bisschen mehr Action sozusagen am Haken gegeben. Und dann im Nachhinein wurde wahrscheinlich der Köder dann interessanter und demzufolge hat man dann auch dann den Anbiss kassiert. Genau, dann müsst ihr dann so ein bisschen mal gucken. Testet euch, was Tiefen und sowas angeht, aus. Und dann kann man demzufolge auch viel Glück oder auch viel Pech haben, ne, in diesem Spiel. Ne, wie gesagt, das sind jetzt so die Sachen, die ich euch erstmal so ans Herz setzen möchte. So oder allgemein mal kurz zeigen möchte. Das könnt ihr zum Anfang schon mal machen. Und das macht sich natürlich dementsprechend dann schon wesentlich einfacher alles. Habt ihr noch Fragen? Dann ballert sie gerne unter der Videoaufnahme. Das sind so die ersten kleinen Tipps, die ich euch erstmals auf den Weg geben kann. Wenn ihr diese noch nicht wusstet, dann nutzt diese doch sehr gerne. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.